So, hallo ihr Lieben, ich befinde mich gerade hier in unserem Open Ecolab in Bliefenstorf und ich wollte euch einfach mal ein Update geben, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben 2016 angefangen mit den Vorbereitungen für die erste Werkstatt und überhaupt dieses Gelände zu bespielen. Dann haben sich einige Änderungen ergeben. Wir haben 2017 hauptsächlich den Verein aufgebaut und auf sichere Beine gestellt. Wir haben jede Menge geplant, ein Strategietreffen gehabt. Naja, und nun geht's hier weiter und das heißt mit Anpacken. Also will ich euch hierher einladen und ich gebe euch mal ein kleines Update, was bisher passiert ist. Wir waren jetzt 4 Tage hier. Schaut mal rein. So, während im Hintergrund noch gerade aufgeräumt wird von der Action der letzten 4 Tage, gebe ich mal ein kleines Update, was hier eigentlich alles passiert ist, was wir vorbereitet haben und gebe einen kleinen Ausblick, was jetzt kommen wird. Wir haben in den ganzen Vereinsräumen bzw. ab August den zukünftigen Vereinsräumen die Wände gestrichen, wir haben die Terrasse vorbereitet, wir haben den Serverraum zugemauert und haben uns um Strom und Licht gekümmert. Das ist alles längst noch nicht abgeschlossen, während dann in der Werkstatt die Wände vorbereitet wurden. Einige Dinge wie die restlichen Kabel, ein Abwasserschacht und so weiter gelegt wurde. Wir haben den Stromleitungsplan gemacht, wir haben alte Leerleitungen entfernt. Eine Mauer wurde zu Ende geführt, die andere Mauer musste fallen, um mehr Licht zu kriegen. Wir haben also jede Menge frische Dinge in die Wege geleitet. Ich hätte jetzt gerne noch den Mauertanz. Ein bisschen den Mauertanz. Wir haben außerdem Dinge gemacht, wie zum Beispiel einige Sachen vom Gelände geräumt. Wir haben einen Trimmer repariert. Wir haben einige Besorgungen getätigt. Und was wahrscheinlich einen Großteil der Zeit gekostet hat, wir haben jede Menge Planung gemacht. So, bevor ich euch jetzt das ganze Planungskonzept vorstelle, denke ich nur die wichtigen Eckdaten. Ja? Also es geht darum, Anfang August eine Vorbereitungs- und sagen wir mal Probearbeitsphase zu haben, wo auf jeden Fall Flo und ich dabei sein werden, um das Office aufzubauen und die ersten Besorgungen zu tätigen, damit wir Ende August den eigentlichen Arbeitseinsatz dann umsetzen können. Was heißt Ende August? Ende August heißt vom 22. August bis zum Ende des Monats. Wir können auch darüber nachdenken, das in die Länge zu strecken. Bisher ist aber geplant, dass wir im Anschluss sozusagen in den September rein dann ein weiteres Vorbereitungsarbeitstreffen haben, wo wir also die Planung und Besorgung für Ende September machen. Also es wird 2 Einsätze geben, so wie die Planung bisher aussieht. Im August steht es fest, vom 22. August bis Ende des Monats und dann nochmal irgendwann Ende September, da steht der Termin noch nicht genau fest. Das sind schon mal die Zeiträume, die ihr euch freihalten könnt. Wenn ihr Lust habt mitzuwirken, wenn ihr Lust habt mit anzupacken, es hat eine riesen Gaudi gemacht, wir haben super viel geschafft. Das ist wichtig. 5. bis 11. August werden wir also diese Vorbereitung haben. Und das ist auch so ein bisschen als Probeeinsatz tatsächlich gedacht. Also wir müssen schauen, haben wir unser Orga-Team auf der Reihe, machen wir die Doku korrekt, können wir alles schaffen in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, haben wir vernünftige Arbeitspakete. Alle Leute, die kommen, sollen auch etwas zu tun haben. Für jeden sollte etwas dabei sein, sprich es gibt Aufgaben wie Steine sortieren, wo jeder im Prinzip anpacken kann oder Holz spalten. Es gibt aber auch, oder auch malen, aber es gibt natürlich auch Aufgaben wie die Elektrik und so weiter. Dinge, wo man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung oder auch Wissen schon haben sollte in dem Bereich. Das heißt, es ist irgendwie eine Mischung. Es sollte aber auch ein Versorgungsteam geben, sprich Leute, die sich einfach um das Wohl der Menschen, die da sind, kümmern. Also das ist durchaus etwas, was man nicht unterschätzen darf. Gutes Essen, das an alles gedacht ist, dass überall Schilder angebracht sind, damit wir wissen, wo was hin soll, wo die Arbeitsklamotten hingehören und so weiter. Dass wir insgesamt eine gute Stimmung haben. Also wer sich da angesprochen fühlt, entweder für das Arbeitsteam, für das Versorgungsteam oder mir bei der Doku helfen möchte, ist da herzlich willkommen. Natürlich auch im Orga-Team. Wir müssen einiges vorher planen,
Das sollten eine kleine Truppe sein, damit es effizient einfach vorangeht. Und wir bereiten so viel wir können schon vor, aber natürlich am Ende zählen die Hände. Sprich, ihr seid herzlich eingeladen mit anzupacken. Wir brauchen euch. Vielen Dank.